Namaste, Sarasvati Devam Gauravani Pacharini Nirvishesha Sunyavadi Pastatyadi Satarini. Hare Krishna. So, mein Name ist Vaidyanath Das. Ich komme aus Hamburg. Ich wurde von Srila Prabhupada eingeweiht im Jahre 1973. Wurdest du da geboren? 73? Nee, später, ne? Du wurdest 73. Ah, ja, auch schon nicht mehr ganz jung. Ne? Jawohl, da wurde ich schon, bekam ich meine zweite Geburt, meine Einweihung. So. Adigo. So, wie alt? Entschuldigung, ich werde mal das Wasser trinken.
So, diese Diary, Transcendental Diary, ist auf Englisch. Versteht ihr alle Englisch? Ja? Und Bhagavatam spreche ich auf Deutsch. Deutsch versteht ihr auch alle. Sehr gut. Sehr gebildet. So, also geht hier. Warte mal. Da. December 23rd, 1975. Srila Prabhupada is feeling stronger and the swelling in his body has gone down because of the diuretic pills Dr. Patel supplied yesterday. But Srila Prabhupada didn't take all the pills prescribed. After taking a half tablet, as soon as he got the desired effect, he stopped taking the medication. He resumed his morning exercise, walking down to Juhu Beach as usual. Srila Prabhupada asked Saurabha about a dentist interested in opening a clinic in the new temple compound. Saurabha explained that the man had seen the floor plan, which includes a room for medical use, and immediately proposed that he use it to give free treatment to the devotees. Prabhupada did not approve. No, there will be no medical service in the building. Lokanath Swami asked if medical facilities should be set up on another part of the land. Prabhupada replied, "That we shall do at our convenience. It is not very urgent. When there is spare room, then medical service is to cure the material disease, this temporary headache and stomach ache. There are so many medical services for these things, but where is the medical service for curing bhava roga, material disease? That is wanted. Medical service does not give any guarantee that there will be no more disease. Our service is to guarantee that there will be no more birth, death, old age, and disease. That is the difference." Because, pausing for a moment, he recalled his recent trip to Africa. "In Mauritius, I was suffering so much from dental pain. I never went to the dentist. I invented my medicine and it cured." Everyone smiled in admiration. Prabhupada seems to know nearly everything. He was referring to his own toothpaste recipe, a combination of ground mustard seed, salt, calcium carbonate, eucalyptus oil, camphor menthol, and oil of wintergreen. Many devotees are now eagerly making it for themselves, and Prabhupada asked if they like it. He grinned when Harikesh assured him, "Oh yes, the best." Lokanath Swami voiced what we all felt. "You are perfect in all respects. You are your own doctor." Prabhupada humbly responded, "I'm not doctor, but I created many doctors." Okay. Good. I think we stop here for this morning. And we continue with Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 25. Is it text 6 or 6, 7 today? 6? 6 is on the board. Ah, Haribo. 6. Haribo. 6. Anything on the board? Aha, okay. Yeah, but the verse is not written down anywhere, huh? 6. Okay. Oh, yeah. Okay. It's a prose Sanskrit, so it's difficult to chant. Do you have the books? Habt ihr die Bücher? Das ist also Prosa, das ist hier kein Vers. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sa eva Bhagavan ananto nanta gunarnava adideva upasam rita marsha rosa vegolokanam svastaya aste. Sa eva Bhagavan ananto nanta gunarnava Saha, diese, Eva, gewiss, Bhagavan, die höchste Persönlichkeit Gottes, Ananta, Ananta Deva, Ananta Guna Arnava, das Reservoir unendlich vieler transzendentaler Eigenschaften. Adideva, der ursprüngliche Herr, oder nicht verschieden von der ursprünglichen höchsten Persönlichkeit Gottes. Upasamrita, der zurückgehalten hat, Amarsha, seiner Unduldsamkeit, Rosha und seiner Wut. Vegaha, die Wucht. Lokanam, von allen Bewohnern aller Planeten. Swastaye, für das Wohlergehen. Aste, bleibt. Übersetzung von His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sri Shankarshan ist ein Ozean unbegrenzter spiritueller Eigenschaften und wird deshalb als Ananta Deva bezeichnet. Zwischen ihm und der höchsten Persönlichkeit Gottes besteht kein Unterschied. Zum Wohl aller Lebewesen in dieser materiellen Welt befindet er sich in seinem Reich und zügelt seinen Zorn und seine Unduldsamkeit. Erläuterung. Ananta Devas Hauptaufgabe besteht darin, die materielle Schöpfung zu vernichten, doch er hält seinen Zorn und seinen Unwillen zurück. Die materielle Welt ist erschaffen worden, um den bedingten Seelen noch einmal die Möglichkeit zu geben, nach Hause zu Gott zurückzukehren. Doch die meisten von ihnen nützen diese Gelegenheit nicht. Wenn die erste Schöpfung stattgefunden hat, geben sie erneut ihrer alten Neigung nach, über die materielle Welt zu herrschen. Diese Handlungsweise der bedingten Seelen erzürnt Ananta Deva und er möchte die ganze materielle Welt zerstören. Doch weil er die höchste Persönlichkeit Gottes ist, ist er gütig zu uns und unterdrückt seinen Zorn und seinen Unwillen. Nur von Zeit zu Zeit lässt er seinem Zorn freien Lauf und vernichtet die materielle Welt. So, Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, Kanto 5, Kapitel 23, Vers 6. Hier der Ruhm Shri Ananta Devas. Der fünfte Kanto ist berühmt dafür, dass er eine Darstellung des Universums präsentiert. Das Universum wird beschrieben. Und die Verse des fünften Kantos sind von vielen missverstanden worden. Es gibt viele verschiedene Auslegungen, wie diese Erklärung des Universums eigentlich zu verstehen ist. Ob es sich um eine tatsächliche Beschreibung der Astronomie des Universums handelt, oder ob diese Beschreibung vielleicht
in einer anderen Dimension stattfindet. Das ist alles nicht ganz leicht. Srila Prabhupada hat eine Übersetzung geliefert, aber er hat seinen Schülern vom Bhaktivedanta Institut gesagt, bitte schlüsselt das jetzt weiter auf, erklärt das jetzt noch besser und vor allen Dingen bringt diese Beschreibung des Srimad Bhagavatams auf eine Weise dar, dass Wissenschaftler sie verstehen können und dass es für die moderne Wissenschaft akzeptabel ist. Das ist unter anderem die Aufgabe des Bhaktivedanta Instituts. Und viele Devotees des Bhaktivedanta Instituts haben darüber geschrieben, unter anderem auch Sadaputta Prabhu, das mystische Universum. Ja. So, die Beschreibungen des Srimad Bhagavatam klingen manchmal fantastisch und unglaublich. Da haben wir zum Beispiel hier im vorherigen Kapitel auch gehört, das vorige Kapitel, Titel war die himmlischen Planeten unterhalb der Erde, die Beschreibung der Größen der Planeten. Da heißt es, dass der Mond doppelt so groß ist wie die Sonne und der Planet Rahu nochmal doppelt so groß ist wie der Mond. Also solche Aussagen stehen in krassem Widerspruch zu den Erkenntnissen der modernen Wissenschaft. Aber sie sind allein von unserer bedingten Warte aus auf andere Weise richtig. Der Mond ist größer, scheint uns größer zu sein als die Sonne. Wissenschaftlich gesehen liegt das natürlich, also wie die Wissenschaftler sagen, daran, dass der Mond näher an der Erde ist. Was im Bhagavatam auch in Frage gestellt wird. Das heißt da, dass der Mond, dass die Sonne näher an der Erde ist und der Mond weiter entfernt. Es ist aber anders gemeint, also vieles ist eben einfach anders gemeint im Srimad Bhagavatam, aber hier haben wir eben die eindeutige Aussage, der Mond sei sogar größer als die Sonne. Der Mond stellt sich einfach den Menschen auf der Erde als größer dar und hat auch gerade für die Menschen in Indien eine größere Bedeutung als die Sonne. Die Sonne wird auch in der vedischen Astrologie als ein schädlicher Planet bezeichnet, als ein Malefic, also ein schädlicher, ein Übeltäter-Planet. Einfach deshalb, weil die Sonne in Indien sehr heiß ist und Dürren verursacht und auch, also vielfach kann man gar nicht das Haus verlassen, weil die Sonne eben so stark scheint, gerade im Sommer. Und der Mond wird als ein Wohltäter in der vedischen Astrologie bezeichnet. Er hat dieses kühlende Licht, ja, er trägt dazu bei, dass das Gemüse wächst. In der Bhagavad Gita sagt Krishna auch Nakshatranam Aham Shashi. Unter den Sternen bin ich der Mond, sagt Krishna. Ne? Also er sagt nicht, ich bin die Sonne, sondern ich bin der Mond, sagt Krishna. Ne? Natürlich sagt Krishna auch, dass die Sonne und der Mond seine Augen sind in der universalen Form. Aber der Mond ist sehr viel wichtiger in der vedischen Astrologie und hier, Srimad Bhagavatam, hören wir, dass der Mond auch größer sei als die Sonne. In der westlichen Astrologie ist die Sonne, da fragt man immer, wo ist deine Sonne? Ich bin, zum Beispiel, ich bin Stier, wenn ihr es wissen wollt. Meine Sonne ist nach der westlichen Astrologie im Zeichen Stier. Aber in der vedischen jyotischen Astrologie würde man nicht fragen, wo ist deine Sonne? Man würde fragen, wo ist dein Mond? In welchem Nakshatra steht dein Mond? Ne? Also die westliche Astrologie und die indische Astrologie haben dann auch verschiedene Sternzeichen. Also nach der indischen Astrologie Jyotish wäre sowohl bei mir Sonne als auch Mond im Widder und nicht im Stier. Und den Mond habe ich im Nakshatra, wie heißt es, Bairani, genau. Ne? Das ist also wichtig. Wo ist der Mond? Ja, und hier wird beschrieben, der Mond ist doppelt so groß wie die Sonne. Warum? Einfach
Für die Menschen der westlichen Zivilisation hat er eine größere Bedeutung als die Sonne. Ja. Der Mond beeinflusst den Geist, den Verstand und das Schicksal. Ja. Und die Sonne ist mehr so das dynamische, dieses westliche Element, aber die vedische Astrologie oder die vedische Zivilisation ist sehr schicksalsgläubig. Ja. Also das ist alles. Man sieht alles, man nimmt die Dinge, wie sie kommen, wie auch in der Bhagavad Gita gesagt wird. Der Yogi strengt sich nicht an für materielle Dinge, sondern er nimmt das, welches von selber kommt, welches ihm das Schicksal zuträgt. Und das ist mehr unter dem Einfluss des Mondes. So, in der Astrologie und auch in der im täglichen Leben der Mensch vor industriellen Gesellschaft spielte der Mond eine größere Rolle. Wir haben den vedischen Mondkalender. Der Mensch konnte, selbst der einfache Mensch, konnte die Mondphasen am Himmel beobachten. Und nach den Mondphasen plante er seine Ernten. Und nach den Mondphasen ist auch der vedische Mondkalender kalkuliert. Wir haben der Mondkalender hat einen Nachteil gegenüber dem Sonnenkalender, das heißt, dass er eben nicht mit den Jahreszeiten konform ist. Deshalb wird in der vedischen Astrologie alle 3 Jahre ein Schaltmonat eingeführt und das war im letzten Jahr. Purushottam Adhikamasa, das war im letzten Jahr, sodass wieder die Tage etwa in die richtigen Jahreszeiten feiern. Das für uns besondere die heiligen Feste. Janmashtami soll ja immer August, September stattfinden. Wir wollen nicht Janmashtami irgendwann im Winter feiern oder im März oder so. Ja, dieses Jahr im September, ne? Ja. So. Also. Der Mond ist wichtiger als die Sonne und deshalb steht hier, er ist doppelt so groß wie die Sonne. Optisch gesehen ist das auch so. Er spielt einfach für die Menschen eine doppelt so große Rolle wie die Sonne. So ist es zu verstehen, das ist meine Erkenntnis. Und dann heißt es, dass Rahu noch einmal doppelt so groß sei wie der Mond. Nun, Rahu, heißt es auch im Jyotish, ist nicht wirklich ein Planet. Also er ist zwar ein Graha, ein Bedeutungsplanet, ein Bedeutungsträger in der vedischen Astrologie, aber er ist nicht ein Planet, also kein physischer Planet. Heißt hier aber trotzdem, er ist doppelt so groß wie der Mond. Warum? Er ist in der Lage, den Mond zu verdecken. Ja. Und das heißt aber, das macht er nur für höchstens eine Stunde, hieß es da im vergangenen Kapitel. Warum? Vishnu kommt mit seinem Chakra und bedroht den Rahu. Und der Rahu hat Angst vor dem Chakra. Deshalb dauern diese Mondfinsternisse und Sonnenfinsternisse höchstens eine Stunde. Also so etwa in dem Rahmen. Es gibt da ja die Phasen der totalen Finsternisse, Teilfinsternis. So, hier ist höchstens eine Stunde. Warum? Der Rahu hat Angst vor dem Chakra von Vishnu. Natürlich ist es eine Anspielung auf das transzendentale Spiel, das im 8. Kanto des Srimad Bhagavatam beschrieben wird. Das Quirlen des Milchozeans als Mohini, die Inkarnation Vishnus, eben dem Rahu-Planeten den Kopf abtrennte mit dem Chakra. Das ist aber aus dem vorangegangenen Kapitel. So, wir haben da jetzt in der Beschreibung des Universums haben wir alle Planetensysteme, also die höheren Planetensysteme sind beschrieben, dann kommt man langsam zu den irdischen Planetensystemen, dann jetzt die unterirdischen Himmel, also die unteren Planetensysteme. Diese unteren Planetensysteme, wie heißt es hier, die himmlischen Planeten unterhalb der Erde, sind zwar niedere Planetensysteme, aber noch keine höllischen Planetensysteme.
die höllischen Planetensysteme Patala Loka sind noch darunter. Und unter diesen höllischen Planetensystemen liegt jetzt Sri Ananta Shesha. Es ist auch überraschend, weil man ja andererseits auch hört, dass es die himmlischen Planeten gibt. Da gibt es verschiedene Einteilungen der himmlischen Planeten. Bis Satya Loka, Jnana Loka, Tapa Loka, Satya Loka. Satya Loka ist der Planet von Brahma. Und über diesen Planeten von Brahma beginnt das Brahma Jyoti. Und in Brahma Jyoti liegt auch Mahavishnu. Aber hier haben wir Sri Ananta. Ananta ist Garbhodakashaya Vishnu. Also die Struktur des Universums wird an verschiedenen Stellen des Srimad Bhagavatam erklärt. Auch gibt es im Srimad Bhagavatam immer wieder Beschreibungen von Brahma auf der Lotusblüte, ne, wie er aufwacht, ne, wie er aufwacht und wie er das Universum praktisch neu schafft, weil der größte Teil des Universums vom Wasser der Vernichtung überflutet ist. Ne. So, und Brahma wächst, entsteht auf der Lotusblüte, die dem Nabel von Sri Ananta oder Garbhodakashaya Vishnu entspringt. Also das ist innerhalb des Universums. Das ist nicht der Karanodak-Ozean, in dem Mahavishnu liegt, sondern es ist der Garbhodak-Ozean innerhalb des Universums. Das Universum ist laut der Beschreibung der Puranas, einschließlich Srimad Bhagavatam, zur Hälfte mit Wasser gefüllt. Auf diesem Wasser liegt Sri Ananta oder Garbhodakashaya Vishnu und aus seinem Nabel entspringt die Lotusblüme, aus welcher dann Brahma entsteht. Das erstgeborene Lebewesen, Svayambhu Brahma. Also der selbstgeborene Brahma, der eben keine Eltern hat, sondern einfach plopp, so praktisch da ist. Also die Frage ist immer, ja, Wissenschaft stellt auch die gleiche Frage. Naja, ist ja wahr, wir haben hier in diesem Universum die verschiedenen Lebewesen, ja, und da gibt es natürlich die Darwin'sche Theorie, aber Wissenschaftler heutzutage sind nicht alle Atheisten, also viele akzeptieren auch, dass die Lebewesen ursprünglich aus der spirituellen Welt kommt, dass es einen transzendentalen Schöpfer gibt. Aber wie wird jetzt diese spirituelle Energie, wie transformiert sie sich in Materie, in so verschiedene Körper, in so verschiedene Universen, in so viele materielle Objekte, wie geschieht das? So, und wenn wir da im Srimad Bhagavatam verfolgen, wie findet diese Transformation statt? Na, Brahma ist einfach eine Transformation der Schöpfungsenergie des höchsten Herrn. Er ist einfach da. Krishna wollte es so, er transformiert sich. Parasya Shakti Vividiva Shuryate. Also Vishnu ist der Ursprung aller Shaktis. Er hat eine spirituelle Energie, er hat eine materielle Energie. Und die Energien entspringen eine aus der anderen. Das ist einfach eine Absonderung. Srila Prabhupada erklärt das vielfach, dass Geist oder Materie, spirituelle Energie, in der Lage ist, die verschiedensten Dinge zu produzieren. Srila Prabhupada nimmt das Beispiel von Zitronenbäumen zum Beispiel. Ein Zitronenbaum, der kann, ein lebendiger Zitronenbaum, der kann so viel Zitronensäure produzieren. Warum? Da ist das spirituelle Lebewesen darin. Ein lebendiger Baum kann so viel Zitronensäure, Citric Acid, beschreibt aber, produzieren. Ein toter Zitronenbaum kann das nicht. Also der Geist ist in der Lage, das zu tun. Da sind verschiedene
so Schnittstellen zwischen Geist und Materie. Wir haben hier auch in diesem Vers den Fall, dass Shankarshan seinen Zorn und seine Unduldsamkeit zügeln muss. Ja? Wie kann es sein, dass Vishnu oder Krishna zornig oder unduldsam ist? Das ist allerdings eine Frage. Das verwundert. Wir haben im Nektar der Hingabe die Aufzählung der 64 Eigenschaften von Krishna. Darunter, unter diesen Eigenschaften, befinden sich nur gute Eigenschaften. Keine schlechten Eigenschaften. Krishna ist zornig, Krishna ist ungeduldig. Nicht. Gibt es da nicht. Hier aber hören wir, dass zum Wohl aller Lebewesen in dieser materiellen Welt befindet er sich in seinem Reich und zügelt seinen Zorn und seine Unduldsamkeit. Das ist auch wieder so eine unverständliche Beschreibung des Srimad Bhagavatam. Gottes Zorn. In Hamburg haben wir einen Stadtteil, der heißt Hamburg-Horn. Also zwei Stadtteile, Hamm und Horn. Und Hamm und Horn sind Stadtteile, wo sehr arme Menschen leben, wo also keine guten Stadtteile. Also es ist viel, viel schlimme Dinge geschehen in Hamm und Horn. Und da heißt, sagt der Hamburger, Hamm und Horn schuf Gott im Zorn. So, der Zorn Gottes ist bei uns eigentlich nicht bekannt in unserer Philosophie. Also nicht bei Krishna, aber wohl bei den Halbgöttern. Zum Beispiel Durga Devi wird manchmal zornig und dann verursacht sie Erdbeben, Katastrophen, Kriege und so weiter. Durga Devi ist die Gattin von Shiva und die Menschen beten zu ihr, um materielle Vorteile zu erlangen. Ne? Gib mir endlich einen qualifizierten Ehemann. Ne? Selbst die Gopis gingen zu Göttin Katyayani, die ein Aspekt ist der Durga Devi, und beteten, dass Katyayani bitte arrangieren möchte, dass Krishna ihr Ehemann wird. Also eigentlich, die Gopis waren normale Hindus. Die haben die Halbgötter verehrt. In Vrindavan. Wieder sowas Unverständliches. So, also Durga wird im Allgemeinen von den Lebewesen verehrt. Ja, gib mir ein Auto. Oh Gott, give me a Mercedes-Benz. Das ist ein typisches Gebet an Durga. Lass mein Geschäft erfolgreich werden. Ja? Gib mir einen qualifizierten Ehemann. Ne? Da, wegen solcher Wünsche wenden sich die Menschen, gib mir Geld auch, ne? Wenden sich die Menschen an Durga Devi. In vielen Hindu-Tempeln steht Durga im Zentrum. Ja? So, Durga Devi gibt diese Sachen, aber wenn die Menschen dann aufgeblasen werden oder stolz oder sind dann mit diesen Gaben, die Durga ihnen gegeben hat, unvernünftig umgehen, dann zückt sie ihre Waffen und davon hat Durga Devi viele. Es gibt Darstellungen von Durga Devi mit 10 Armen, 8 davon sind Waffen, nur 2 sind segnende Hände, also da hat sie auch die zum Beispiel das Muschelhorn hat sie, ne, um damit die Geweihten zu segnen und auch die Lotusblume. Ne. Aber die anderen 8 Hände sind alle Pfeil und Bogen, Schwert, Keule und Chakra und was für eine Axt und was immer die Peitsche. Und, ne. So, Durga Devi wird allerdings manchmal zornig. Und selbst im Srimad Bhagavatam haben wir
die Geschichte von Jadabharata. Jadabharata wurde gefangen genommen von Verbrechern. Und diese Verbrecher, die im Wald lebten, verehrten Durga Devi. Kali eigentlich, ein Aspekt der Durga Devi, der Parvati. Und sie wollten Jadabharata der Kali darbringen. Als sie gerade dabei waren, ihm das Haupt abzuschneiden, da sprang Kali aus der Gestalt, aus der Altargestalt, aus ihrer Murti heraus und vernichtete die Verbrecher und trank ihr Blut und das war eine ganz fürchterliche Szene. Ne? Weil sie eben zornig geworden waren. Ne? Also solchen Zorn kennen wir nicht von der höchsten Persönlichkeit Gottes. Da hat einmal der Bhrigu Muni, Bhrigu Muni, ein Sohn Brahmas, wollte wissen, wer ist der Höchste? Wer ist der Höchste? Ist es Brahma? Ist es Shiva? Oder ist es Vishnu? Und sein Kriterium für den Höchsten war, er musste frei von Zorn sein. Er musste frei von Zorn sein. Ne? So, Bhrigu Muni, er ging zuerst zu seinem Bruder, zu wem ging er? Shiva, ne? Ging er zuerst? Zu Brahma. Okay, zu Brahma. Brahma ist sein Vater. Er ging zu Brahma. Und er brachte ihm nicht seine Ehrerbietung dar. Hallo, Pavic, wie geht's? Alles klar? Ja. Und Brahma wurde so zornig. So, du hast dich zuerst zu verbeugen. Du musst dich zuerst verbeugen. Auf den Boden. Brahma wurde sehr zornig. Weil es war ein Vergehen, was Bhrigu Muni im Geiste begangen hatte. Und also Brahma konnte laut Bhrigu Muni nicht der Höchste sein, weil er zornig wurde. Dann ging er zu seinem Bruder Shiva und sagte, ah, Shiva, du riechst aber verdächtig, hast dich wohl wochenlang nicht gewaschen, oder? Ja, in voller Asche hier und sag mal, also wie sieht das denn jetzt aus? Ne? Und war sein Bruder, und das war ein Vergehen in Worten. In Worten. Und Shiva wurde so zornig, er hätte ihn fast verbrannt mit seinem Zorn. Aber Bhrigu Muni, weil sein Bruder war Shiva auch, er hat seinen Zorn gezogen. Also Shiva konnte es auch nicht sein, weil er eben auch zornig werden wollte. So, dann ging Bhrigu Muni zu Vishnu. Vishnu. Dann hören wir nicht genau, welcher Vishnu ist es. Also Lakshmi Devi war da. Shirodaksha. Aha, okay, vielleicht, okay, gut. Und geht zu Vishnu, eine herrliche Szene, der Kshirodaksha Vishnu liegt da in den Palast auf der Insel, die sich im Milchozean befindet. Und seine Füße werden von Lakshmi Devi massiert. So, Bhrigu Muni geht dahin und alle sagen, ja, Bhrigu Muni, Sohn Brahmas, zu Gast. Krishna freut sich immer, wenn Devotis zu Gast kommen. Und Bhrigu Muni geht einfach wortlos dahin und stößt die Brust Shirodakshai Vishnus mit seinem Fuß. Schlimm. Das war ein Vergehen ein Körper, auf der körperlichen Ebene, ein physisches Vergehen. Das ist noch schlimmer als ein Vergehen in Worten. Und wenn du jemanden triffst und sagst, es ist ein wirklich blöder Kerl und
Also solange du es nicht sagst, wird es im Kali Yuga verziehen. Ne? Und wenn du jemand sagst, also kannst heutzutage haben wir die Meinungsfreiheit, man kann vieles sagen, ohne dafür bestraft zu werden. Aber wenn du ein physisches Vergehen begehst, es wird nie verziehen. Wenn du jemanden verprügelst, Körperverletzung, selbst in der heutigen Gesellschaft ist man da sehr empfindlich. Ne? Also Bhrigu Muni tritt die Brust von Kshirodaksha Vishnu mit seinem Fuß. Die Brust, auf welcher Lakshmi Devi ruht. Die Brust mit dem Kaustubha-Juwel und dem Srivatsa-Zeichen. So schlimm. Und Lakshmi Devi war vollkommen erschüttert, wusste nicht, was sie da machen sollte. Vishnu sagt, was mir dann? Oh, Bhrigu Muni, tut mir leid, habe ich deinen Fuß verletzt? Hast du den Fuß gestoßen? Und er wurde überhaupt nicht zornig. Und da konnte Bhrigu Muni verstehen, er ist der Höchste. Weil er frei von Zorn ist. Aber hier hören wir jetzt, zum Wohl aller Lebewesen in dieser materiellen Welt befindet sich Ananta Shesha sich in seinem Reich und zügelt seinen Zorn und seine Unduldsamkeit. So, das ist allerdings wieder so ein Widerspruch im Srimad Bhagavatam. Also meine Auffassung ist, dass es sich hier auch um ein transzendentales Spiel von Ananta Dev handelt. Das ist meine Auffassung. Dass er also nicht wirklich zornig oder unduldsam ist, dass es da also nichts zu zügeln gibt, dass er nicht wirklich zornig oder unduldsam ist, sondern das ist eher aus der Perspektive der Gottgeweihten so aussieht, ja? Dass er zornig sein müsste, weil die Lebewesen ja, ihm nie folgen. Ne? Srila Prabhupada beschreibt hier auch, doch weil er die höchste Persönlichkeit Gottes ist, ist er gütig zu uns und unterdrückt seinen Zorn und seinen Unwillen. Ja, weil er nur von Zeit zu Zeit lässt er seinem Zorn freien Lauf und vernichtet die materielle Welt. Also mein Verständnis ist, darüber lässt sich lange sprechen, vielleicht habt ihr dazu auch Meinung, aber das ist mehr die Interpretation der Gottgeweihten ist, dass er ja zornig sein müsste über uns. Okay, wir können vielleicht noch drüber sprechen. Auf alle Fälle ist es natürlich wahr, dass die materielle Welt vernichtet wird. Aber das geschieht auch automatisch. Aus der Bhagavad Gita hören wir Mayada Kshena Prakriti Suyati Satcharacharam. Die materielle Welt wird unter seiner Leitung immer wieder geschaffen und vernichtet. Also automatisch. So, und es ist auch wahr, dass die meisten Lebewesen, also wie das Prabhupada hier beschreibt, die materielle Welt ist erschaffen worden, um den bedingten Seelen noch einmal die Möglichkeit zu geben, nach Hause zu Gott zurückzukehren. Doch die meisten von ihnen nützen diese Gelegenheit nicht. Also deshalb ja Bhutva Praliyate, wie Bhagavad Gita sagt, immer wieder wird sie geschaffen und auch immer wieder zerstört. Weil hier hören wir von Srila Prabhupada, das ist, die Lebewesen könnten eigentlich nach einer Schöpfung, ja, nachdem sie einmal ja, in einem Schöpfungszyklus, der ja sehr lang ist, Geburt, Alter, Krankheit und Tod erfahren haben, zurück in die spirituelle Welt gehen und gelernt haben. Aber sie lernen es nicht. Nicht nach dem ersten Schöpfungszyklus. Und weil sie es nicht lernen, müssen sie es nochmal machen, kommt der zweite Schöpfungszyklus. Ne? Aber auch nicht nach dem zweiten Schöpfungszyklus. Schöpfungszyklus, das sind immer Tage Brahmas.
Die sind wahnsinnig lang. Das sind 4 Millionen mal 1000, 4 Milliarden 320 Millionen Jahre nach unserer Zeitrechnung. Allein nur 12 Stunden damals. Ne? In der Zeit lernt die das nicht. Da wird die Welt geschaffen, bekommen sie die Gelegenheit während dieses Zeitraums 4 Milliarden 320 Millionen Jahre und lernen es immer noch nicht. Ja? Und dann sind sie erstmal den gleichen Zeitraum 4 Milliarden 320 Millionen Jahre unmanifestiert im Körper von Mahavishnu und tragen ihr alle ihr ganzes schlechtes Karma trotzdem immer noch mit. Wieder wird geschaffen und sie lernen es immer nicht. Immer noch nicht. Und das ist ewig. Die materielle Welt besteht ewig. Wir sprechen da von Nityabada, ewig bedingten Lebewesen. Also gibt es wirklich Lebewesen, die ewiglich bedingt sind, die es ewiglich nicht lernen, zurück zu Krishna zu kehren. Es gibt natürlich immer wieder auch Lebewesen, die es doch lernen, aber dafür kommen dann andere Lebewesen aus der spirituellen Welt, um die Lücken aufzufüllen hier in der materiellen Welt. Also, laut diesem Vers und noch ein anderer Aspekt, ist diese ewige Schöpfung und Vernichtung ist da wegen Gottes Zorn. Weil, wie im Prabhupada gibt es häufig das Beispiel von einem Gefängnis im Staat. Wenn es keine Verbrecher gäbe, könnte der Staat ja einfach das Gefängnis auflösen. Nein, aber es gibt immer Verbrecher, da gibt es auch immer Gefängnisse. Es gibt überall auf der ganzen Welt, in jedem Staat gibt es ein Gefängnis. Ja, weil es immer auch Verbrecher gibt. Einer spinnt immer. Ja. So. Hatten wir gestern drüber gesprochen. So, ja, gut. Also hier möchte ich eigentlich aufhören. Habt ihr Meinungen dazu, Fragen, Ergänzungen? Also ich hatte diese Frage aufgeworfen, wie ist es mit Gottes Zorn? Wird Gott zornig oder wird er nicht zornig? Ich hatte da nur meine eigene Meinung geäußert. Vielleicht gibt es da noch von euch, eurer Seite noch Meinungen, Erkenntnisse. Ja, bitte. Die Shinga Deka ist auch sehr zornig geworden. Die Shinga? Diese Form von Shinga. Aber auch Lord Chaitanya als Nityananda Rupi. Ja. So, das heißt, bestimmte Lieder muss er zeigen sein. Denn es geht um seine Gewalt in den Mutis. Ja. Die Singer, die wurde zornig. Warum? Nitya Siddha? Ja, weil Prahlad Maharaj. Weil der reine Gottgeweihte angegriffen wurde. Ja, das wird so von seinem eigenen Vater. Ja, okay. Und dann hat er wieder nicht getroffen. Mhm. Zorn hat gesagt. Mhm. Ja. Ja, sehr guter Punkt. Ja, weitere Meinung. Der Herr ist ja also der Behältnis aller Eigenschaften, alles geht von ihm aus. Ja. Also ja, deswegen nicht nur Gutes, auch diese zornige Eigenschaften sind in ihm vorhanden. Mhm. Nur in welchen Fällen, wo man also den Zorn braucht, um jemanden zu bestrafen oder als Krishna hier war. Vor 5000 Jahren hat er auch ja, Dämonen vernichtet. Okay. Das heißt ja nicht, dass er jetzt nur gute Eigenschaften zeigen kann, wenn es notwendig ist. Aber er macht das mit Liebe. Er macht das nicht, um seinen Zorn irgendwie auszuleben, sondern um jemanden etwas zu belehren, jemanden beizubringen und ihn zu erziehen. Liebe, wenn ein Vater sein Kind erzieht, so okay. Auch der Höchste Herr. Okay, gut. Bei dir war noch? Zum Beispiel das Lied, wo der Kanzler da
er getötet hat in der Armee. Ja. Da war er ja auch zornig. So. Und es ist ein Lieder, was auf der spirituellen, also in der spirituellen Welt stattfand, oder ist das mehr, auf der materiellen Ebene, um quasi die Gottgeweihten zu befreien? Ja, das als Avatar, ne, in der Bhagavad Gita, Paritranaya Sadhanam Vinashaya Chatus Chatus Vitam Dharma Sanstarpa Nataya Sambhavami Yuge Yuge. Um die Glimon zu vernichten und die Gottgeweihten zu beschützen und die religiösen Dharma-Gesetze wieder zu errichten, erscheint Krishna Zeitalter nach Zeitalter. Ne? Und für ihn sind das aber Lilas. Also es sind nicht, ist nicht wirklich, dass Gott sich aufregt, sondern es sind Lilas. Hören wir auch, gerade Hiranyakashipu und Hiranyaksha, das waren ja Geweihte in der spirituellen Welt. Aber Vishnu möchte auch gerne mal kämpfen. Und das sind also Spiele so zum Zeitvertreib. Aber grundsätzlich, heißt es auch in der Bhagavad Gita, sind Vishnus Handlungen nicht unter den Gesetzen der materiellen Welt, erklärt Krishna eindeutig. Also er ist nicht gebunden an die Resultate seiner Handlungen. Das heißt, alle seine Handlungen sind grundsätzlich frei von Lust, Gier und Zorn. Aber es sind transzendentale Spiele. Auch in der spirituellen Welt zwischen Radha und Krishna, da könnte man meinen, ja, das sind normale Liebesspiele. Aber nein, das ist vollkommen unangehalten und transzendental. Ja, noch was. Was meinst du, Tulsi Priya? Ja. Mich beschäftigt innerlich eine andere Frage, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich hier so stellen will. Also wir sind ja nicht gerade eine große Versammlung. Hat es was mit dem Vers zu tun, oder? Nee, das ist eher so mit meiner eigenen Haltung des Zornigwerdens auch, weil es ja Zorn, ja. Ein Drang auch ist. Und ich habe das schon beobachtet an mir, dass wenn ich zu sehr leide, dass ich dann auch auf Krishna zornig werde. Und ich frage mich, woher kommt das? Was ist das? Ja. Der Zorn des Lebewesens über Gott. Ja, Krishna hält sich da raus. Im fünften Kapitel. Die Lebewesen glauben, er sei schuld, geben ihm die Schuld für ihr Leid. Ne? Aber Krishna sagt, das bin ich nicht. Er sagt, es ist eben, das Lebewesen haben selbst Schuld. Selbstschuld, ja. Ja, das liegt mir trotzdem nicht, das abzustellen. Ja, wie habt ihr eine Bhagavad Gita da? Wie war das? 5, Kapitel 5, Vers, glaube 17, sowas. Ja. So, warte mal. 5. Krishna. Ja, hier steht auch. Ja, hier. 5,14. Hier, dein Vers. Das verkörperte spirituelle Lebewesen, der Herr in der Stadt seines Körpers, verursacht niemals Tätigkeiten. Weder veranlasst es andere zu handeln, noch erzeugt es die Früchte seiner Tätigkeiten. All dies wird von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur bewirkt. Dann 5,15.
Ebenso nimmt der höchste Herr niemandes sündhafte oder fromme Tätigkeiten auf sich. Die verkörperten Wesen jedoch sind verwehrt, da Unwissenheit ihr wahres Wissen bedeckt. Wenn aber jemand mit dem Wissen erleuchtet ist, durch das Unwissenheit zerstört wird, dann enthüllt sein Wissen alles, ebenso wie die Sonne am Tage alles erleuchtet. Also der höchste Herr hält sich da raus. Es wird vielfach diskutiert, dann auch im Srimad Bhagavatam. Letztendlich ist aber ja Krishna auch die Ursache aller Ursachen. Ne? Also das ist unser Vater. Und genauso wie der Vater, dieses Beispiel wird hier häufig benutzt, der Vater ist nicht dafür zuständig, dass seine Kinder in finanziellen Schwierigkeiten sind. Ne? Das haben sich selbst eingebrockt. Ne? Und Krishna ist auch ein gütiger Vater, er gibt gerne. Er gibt gerne, er gibt besonders gerne natürlich spirituellen Fortschritt, aber auch manchmal materielle Dinge. Also haben wir häufig, er bietet ja dem Prahlad Maharaj auch materiellen Wohlstand an. Ne? Er sagt, du kannst alles, was du möchtest, kann ich dir geben. Prahlad Maharaj sagt, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nur rein hingebungsvollen Dienst. Also ein gütiger Vater. Ja, leiden tun wir alle, aber wir sollten darüber nicht verzweifeln. Ne? Wir sollten sehen, ach, es hätte uns alle noch viel schlimmer treffen können. Krishna hat mir nur ganz wenig gegeben. Und durch die Barmherzigkeit des spirituellen Meisters und Krishnas und dieser heiligen Schriften kann ich mich mit anderen Dingen befassen als mit meinem persönlichen materiellen Leid. Ja, auch noch ein Thema. Das ist ein weites Thema, breites Feld. So, ja. Wie, sonst Fragen, um das bis wann machen wir? Ja. Ich habe schon öfters jetzt gehört, dass Lord Shiva's Deity ist Anantadev. Shankarshan, ja. Das steht auch in Chaitanya Bhagavat. Ja. Das finde ich sehr interessant. Gerade weil du heute den Vers vorgelesen hast, wo geschrieben wird, dass Anantadev damit beschäftigt ist, seinen Zorn zurückzuhalten, sozusagen, aber ja, manchmal den einzusetzen, um diese kosmische Manifestation aufzulösen. Das heißt ja auch, dass Lord Shiva, das ist die Inkarnation und der ist auch verantwortlich, sozusagen diese kosmische Manifestation auch zu machen. Das dann beide zusammen oder unterstützt ihr? Singt er dann? Also die schmutzige Arbeit, die macht Shiva. Vishnu hält sich da wieder fein raus. Ne? Die schmutzigen Geschäfte, das macht Shiva, ne? Rudra. Dann kommt also, heißt es ja hier dann, Anantadev verfärbt sich blau, dann entsteht Rudra, kommt und vernichtet dann den Kosmos. Ne? Also er hat da seinen Mann für die schmutzigen Geschäfte. Das ist immer so bei Krishna. Er hat für alles seine Leute. Er wäscht sich selbst immer die Hände in Unschuld. Ne? Ich bin's nicht, ich war das nicht. Ja, und die Leute, die das machen, das sind alles Halbgötter. Also Shiva ist ja wohl der höchste der Halbgötter, weil er zur Hälfte auch transzendental ist. Ne? Ist ja fast so wie Vishnu. Aber durch seine Berührung mit der Erscheinungsweise der Unwissenheit hat er auch diesen Zorn. Ne? Aber seine Bildgestalt ist ganz genau, oder seine Form Gottes ist Anantadev oder Shankarshan. Und Shankarshan ist wiederum auch über Shiva zuständig, wie das falsche Ich oder das Ahankara. Also man kann Gottgeweihte beten zu Shiva, um dieses falsche Ich oder dieses Ahankara aufzulösen. Also wie auch schon gesagt wurde, also in Krishna ist eigentlich alles drin, ist der Ursprung aller Rasas. Aber
bestimmte Dinge lässt er lieber von Vertretern manifestieren. Also er behält sich selber, tanzt er nur mit den Gopis. Ne? Er spielt mit den Kuhhirtenjungen. Ne? Er spielt die Flöte. Ne? Er hat seine wunderschöne transzendentale Gestalt als Shyama Sundar. Ne? Er verlässt Vrindavan nicht. Ne? Und all die anderen Sachen werden von seinen Erweiterungen gemacht. Und wenn es dann wirklich ans grobe Geschäfte geht, dann machen das die Halbgötter, also materielle Lebewesen eigentlich. Es gibt ja so einen Spruch, Krishna ist Gott im Urlaub und Vishnu auf der Erde. Ja, genau. Genau, ja. Ja. Ja, und deshalb ist Krishna, also sagt das Bhagavatam, Krishnastu Bhagavan Svayam. Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Und zwar Krishna ist der, ja, der alles anziehende, und Krishna ist am ursprünglichsten in Vrindavan. Ne? Radha Krishna. Als Kuhhirtenjunge. Das ist die ursprüngliche Form. Shyama Sundar. Navayovanam, ne? Der ewige Jugendliche. Jugendliche können auch nicht wirklich schlimme Sachen machen. Jugendliche sind, weil sie eben noch nicht, ja, sie sind jugendlich, jung, noch nicht ausgewachsen, die können auch nicht wirklich schlimme Sachen machen. Die spielen die meiste Zeit, Jugendliche. Ne? Krishna ist ein ewiger Kuhhirtenjunge. Deshalb ist er der Höchste. Krishnas Tu Bhagavan Svayam. Alles andere sind Erweiterungen. Eti Changsa Kalapang. Ja. Aber er heißt auch Indrari Vyakulam Lokam Vidayanti Yuge Yuge. Er erscheint immer regelmäßig, um die Feinde Indras zu bekämpfen. Ne? Das macht er auch in seinen, als Avatar, Inkarnation. Okay, ich glaube, jetzt haben wir es, ne, für heute. Morgen geht es weiter. Wann ist Frühstück? 9 oder? Ja, gut. Okay. Hi. Ki Jai. So, morgen fährst du.